ganz entspannt. Und wenn der Refrain kommt, gehen wir von links nach rechts. Okay, pass auf. Ob wir stehen oder fallen, Mann, wir haben nur ein Prinzip. Ey, das gilt bei Niederlagen, aber das gilt auch beim Sieg. Es ist die Regel Nummer 1, immer weiter zu gehen. Also sing mit uns zusammen jetzt. Du weißt nicht, wer wir sind, ey, das wirst du gleich erfahren. Und nachdem ich es dir erklärt hab, Alter, schwenkst du deine weiße Fahne. Das hier ist keine Arroganz, Mann, das ist selbstbewusst. Denn wenn du bei uns Kunden bist, gibt es jetzt keinen Weltenschutz. Der Schiri steht am Kreis und pfeift. Alter, jetzt geht's los, wir gehen niemals allein. Das ist die Deadbolder Enfield-Truck. Unsere Pressingwelle drückt wie bei einem Typ mit Blasenschwäche. Sie überrollt euch alle, nix ist hier mit Lagechecken. Wir waren viel zu lange still, haben viel zu lang geschwiegen. Doch was gibt es Schöneres, als dass unsere Gegner liegen? Hartes Training zahlt sich auf, es ist schön, wieder fit zu sein. Nach dem Tunnel für mein Gegner schlaf ich mit nem Grinsen ein. Wir stehen oder fallen, Mann, wir haben nur ein Prinzip. Ey, das gilt bei Niederlagen, aber das gilt auch beim Sieg. Es ist die Regel Nummer 1, immer weiter zu gehen. Also sing mit uns zusammen jetzt. Eintracht Ulm. Ob wir stehen oder fallen, Mann, wir haben nur ein Prinzip. Ey, das gilt bei Niederlagen, aber das gilt auch beim Sieg. Es ist die Regel Nummer 1, immer weiter zu gehen. Also sing mit uns zusammen jetzt. Eintracht Ulm. Man hat uns oft schon tot gesagt, doch das soll nicht das Ende sein. Wir gehen unseren Weg und legen dabei Wert auf Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Respekt und auch Toleranz. Akzeptiert ihr das, was dir zu uns, uns war voll und ganz. Und du fragst dich ehrlich, warum Fußball so schön ist? Ganz einfach, jeder Bayer ist ein Kunstrasenkönig. Doch wenn der eigene Torraum brennt, geht es auch mal heftig los. Dann rasiert ihr Gegner und es knallt dann bis nach Mexiko. Böse zu behaupten, ihr seid nicht mehr als ein Dorfverein. Mag sein, doch wir wollen ein Dorfverein von der coolen Sorte sein. Deshalb sind wir da, geben Gas jeden Tag. SV Eintracht Jerksendorf, mit denn zusammen sind wir stark. Ob wir stehen oder fallen, Mann, wir haben nur ein Prinzip. Ey, das gilt bei Niederlagen, aber das gilt auch beim Sieg. Es ist die Regel Nummer 1, immer weiter zu gehen. Also sehen wir uns zusammen jetzt. Eintracht Ulm. Ob wir stehen oder fallen, Mann, wir haben nur ein Prinzip. Ey, das gilt bei Niederlagen, aber das gilt auch beim Sieg. Es ist die Regel Nummer 1, immer weiter zu gehen. Also sehen wir uns zusammen jetzt. Eintracht Ulm. Vielen, vielen Dank. Wir wollen gar nicht lange drum rumreden. Uns hat es Spaß gemacht. Und jetzt viel, viel Spaß beim Weiterfeiern. Macht's gut. Aber noch ein Riesenapplaus für die Truppe hier. Für die Einlage. Und ich glaube, ihr könnt noch alle mitmachen bei der Übergabe. Oder? Ich sag mal, es haben sich viele gemeldet heute. Und nicht nur heute, sondern gestern und vorgestern. Und die haben tolle Sachen ausgedacht, die hier gemacht haben. Vereinslieder, Schlachtrufe, witzige Dinge. Aber heute warst du nicht so, oder bei dieser Veranstaltung warst du nicht so. Das ist eine Sache, ganz klar herausgestochen hat. Wir haben extra gesagt, wir haben zwei Partypokale. Einen für die normale, sag ich mal, Party-Performance. Und eine für die beste Präsentation. Aber ich glaube, nach diesem Auftritt gibt es eigentlich keine Frage, wer diesen Pokal für die beste Präsentation bekommt. Und ich glaube, André, du und deine Truppe, ihr habt euch das verdient. Beste Präsentation, Jerks Lohmke. Und André, dem Rapper. Glückwunsch uns. Ich glaube, das habt ihr euch wirklich verdient. Nach mit der Nummer, da könnt ihr ihn auch, also, ne, ihr werdet ja, ne, also, richtig mit einbeziehen. Und vielleicht, er hat ja gestern oder vorgestern zu Dr. Dre eine Performance abgeliefert, die echt geil war. Aber jetzt habe ich eine Nummer, die kennt er dann, wenn er sich den Song ausgesucht hat, der schon älter war. Er kennt ja alle und wir hoffen, dass ihr jetzt auch alle mitmacht. Und zwar zu diesem Song. If you der Anfang geht, Mann. One shot. Alle. One opportunity. Alle. To seize everything you ever wanted. One moment. You can't get an party for God. Just let it slip. Yeah. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole
crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out.